Hallo zusammen, ich bin der Elias Arnold. Ich komme von Altdorf. Meine Partei ist die SVP. Ich bin gelernter Maurer und momentan bin ich an der BMZ Altdorf dran. Meine Interessen sind die Jungmacht Altdorf. Ich bin dort Leiter. Das Handball. Ich bin leidenschaftlicher Handballspieler, also schon seit vielen Jahren. Meine Kollegen sind mir sehr wichtig und natürlich auch die Politik. Meine grösste Stärke ist meine Offenheit und dass ich keine Vorurteile habe. Meine grösste Angst dagegen ist, dass ich mir selber nicht gerecht werden kann. Ich bin stolz auf den Kanton Uri, weil es ein wunderschöner Kanton ist mit grossem Potenzial. Was mich am Kanton Uri stört, ist, dass man manchmal an neuen Sachen, an neuen Projekten nicht bereit ist, eine Chance zu geben. Ich will Landrat werden, weil mir der Kanton Uri am Herzen liegt und ich etwas bewegen will. Elias Arnold, du bist 19 Jahre alt, damit einer der jüngsten Landratskandidaten dieses Jahr. Vor 4 Jahren, bei der letzten Landratswahl, hast du noch nicht einmal wählen. Mal ganz provokativ gefragt, bist jetzt du so jung wirklich ein ernsthafter Kandidat oder bist du eher einer, der die Liste füllen muss? Ja, ich würde mich sicher als ernsthafter Kandidat bezeichnen. Ich habe ein grosses Interesse an Politik und ich finde es auch richtig, weil wir sind ja die Zukunft, die Jungen. Und wir müssen mitbestimmen, was im Kanton Uri passiert. Hast du die Zeit für das? Du machst noch Berufsmatur. Ich nehme an, da stehen dann auch mal Prüfungen an. Dann ist ja, sicher. Aber ich nehme mir die Zeit sehr gerne. Und die Zeit hat ja jeder Mensch gleich viel. Es kommt einfach darauf ab, für was dass man sie ausgeben will. Hast du eine konkrete Idee, die du schon im Kopf hast, die du umsetzen willst, wenn du gewählt wirst? Ja, ich will sicher den Kanton Uri mit so einem grossen Potenzial an Tourismus will ich sicher auch für Touristen ein bisschen attraktiver machen, weil wir haben ja im Sommer so einen Haufen, die einfach durch den Kanton Uri durchfahren, aber bei uns nie zu suchen kommen und das wäre sicher auch eine gute Geldquelle. Also Tourismuspolitik als dein Schwerpunkt, den wir uns mal vorstellen, du wirst gewählt. Man tut ja der SVP immer ein bisschen vorwerfen, dass da nur Parteisoldaten im Parlament hocken. Würdest du dir als junger, gewählter Mann einmal die Freiheit nehmen, gegen deine Fraktion zu stimmen? Ja, sicher würde ich mir das nehmen, weil ich finde, der Kanton Uri ist so ein kleiner Kanton und dort ist es sehr wichtig, dass man nicht nur für Partien politisieren, sondern für das, was im Kanton Uri am besten ist, dass man für und das stimmt. Und hast du ein konkretes Thema, wo du kennst, schon jetzt das Gefühl hast, da bin ich vielleicht nicht ganz auf der Parteilinie, wenn es dann mal zu einer Abstimmung kommt? Wüsste ich jetzt gerade keins, nein. Bist du dann gleich ein Parteisoldat, wenn du kein Thema kannst sagen? Nein, aber ich kann jetzt nicht sagen, was alles so gerade ansteht, wo jetzt mehr wirklich gegen den Strich wird gehen. Deine Partei ist recht im Aufwind. Sie hat bei den letzten Wahlen, bei den eidgenössischen Wahlen, recht zugelegt. Ich tue es jetzt mal ganz zugespitzt formulieren. Die Partei ist so im Aufwind, wir können im Moment aus jedem Herdäpfelsack keinen Landrat machen. Siehst du da eigentlich darum die Chance, dass du bei dieser Partei einen Karrieresprung machen kannst und in Landrat gewählt wirst? Ja, ich sage, mit dem Aufwind, das ist sicher gut für jeden Landratskandidat, aber gerade, dass jeder Herdäpfelsack in Landrat kommt, das würde ich jetzt nicht sagen. Kommen wir zu konkreten thematischen Schwerpunkten von deiner Partei. Und ein Punkt ist da sicher die Landwirtschaftspolitik. Ihr verkauft dich auch immer als Vertreter der Bauern. Und gleichzeitig sind ihr auch die, die immer sagen, wir sollten beim Staat ein bisschen kürzen und die Ausgabenflut ein bisschen eindämmen. Ich mache dir jetzt einen Vorschlag. Wenn man beim Staat kürzen möchte, könnte man doch auch ein bisschen bei den Bauern kürzen, bei den Subventionen. Die haben da recht viel Geld, das sie vom Staat bekommen. Wie findest du den Vorschlag? Ja, das ist eigentlich grundsätzlich nicht ein schlechter Vorschlag. Es ist halt immer die Frage, wie viel man wo kürzen will. Also das heisst, du bist grundsätzlich diskussionsbereit, dass wir bei den Bauern ein bisschen zurückgehen können? Ja, würde ich schon sagen, ja. Kannst du denn die SVP wählen, und das sind ja doch auch viele Bauern, tust du denn die Interessen überhaupt noch vertreten? Ja, würde ich schon sagen. Aber es ist halt wichtig, dass man nicht nur für etwas interessiert ist, dass man ein bisschen offen ist. Und ich denke, der würde schon drin liegen. Bürgerpolitik, das ist ein Punkt von der SVP, ein anderer Punkt, und ich muss es hier ansprechen, natürlich, das ist immer die Ausländerpolitik. Und die anderen Partien, denen ich ja immer ein bisschen vorwerfen, dass ihr da allein auf weiter Flur steht und dass ihr da ein bisschen Fremdenhass schürt. Das ist das, was die anderen Partien sagen. Was tust du denen sagen? Sind ihr Fremdenhasser? Nein, ich würde nicht sagen, dass wir Fremdenhasser sind, aber ich würde mich einfach einsetzen für
dass Kriminalität im Kanton Uri sicher auch in TF bleibt, wie sie jetzt ist. Und hast du das Gefühl, das ist im Moment ein grosses Problem, dass die Kriminalität hoch ist im Kanton? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber es ist halt so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen der fremde Hasser, aber dass Kriminalität häufig von den Ausländern kommt. Kann man denn nicht euch vorwerfen, dass ihr da einfach ein bisschen Angst schürt, die gar nicht unbedingt nötig ist? Weil du hast jetzt ja gerade gesagt, es ist gar nicht so ein Problem, dass wir kriminelle Ausländer hier haben im Kanton Uri. Ja, es ist halt sicher, es muss halt immer etwas passieren und dann haben alle Angst. Das haben wir jetzt gesehen in Paris. Es ist eigentlich etwas passiert und jetzt schieben alle Krisen wegen dem. Aber ich würde sagen, wir jetzt hier im Kanton Uri müssen da nicht Angst haben. Elias Arnold, vielen Dank für das Interview. Merci vielmals. Danke. We'll be right back.